Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Die letzte Runde ist, das letzte Mal, dass wir gespielt haben, ist relativ gut gegangen. Wir haben ja gerade einen Krieg gegen eigentlich die gesamte Welt. Nicht wirklich gegen die gesamte Welt, aber doch gegen sehr viele. Haben aber unseren direkten Nachbarn Ordune angegriffen. Und nehmen die gerade ziemlich auseinander, was ganz praktisch ist für unsere Wirtschaft, weil die haben ein wunderschön ausgebautes System an Eisenbahnen und anderen tollen Dingen, wodurch wir irre viele Güter nach Hause transportieren können, sobald unsere, sobald die einzelnen Häfen nicht blockiert sind. Aber wir sind gerade dabei, eben alles frei zu schaufeln hier. Aber wir werden da vielleicht bei diesem Hafen dann auch noch ein Depot machen. Wenn wir das machen, dann können wir an allen möglichen Häfen nämlich ausschiffen, was wir hier produzieren. Ordune, freundlicherweise, ist dadurch ziemlich gehandicapt mittlerweile. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch sehr viel produzieren können. Müssen sich alles kaufen. Wir haben allerdings auch ein gewisses Handicap. Wir haben nämlich keine Schiffe mehr. Die sind uns in dem Krieg alle zerstört worden. Und ich hoffe, wir werden sie nicht so bald brauchen. Naja, auf jeden Fall, wir haben da unten einen Angriff gestartet nach Oban. Also wir haben derzeit drei Armeen. Eine Armee ist in der Hauptstadt, die bleibt auch dort, weil ohne Hauptstadt kann man nicht existieren. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns die Hauptstadt so einfach angreifen können, aber gut, soll sein. Die zweite Armee ist unsere Verteidigungsarmee, die steht derzeit in Dunlap. Die geht immer dorthin, wo gerade Schippernackeln versuchen, unser Gebiet zu entern. Interessanterweise haben sie das jetzt schon eine Weile nicht mehr versucht. Was ich, naja, und dann haben wir noch die Invasionsarmee, die Ordune langsam aufrollt. Ich meine, dieses Gebiet da unten werden wir ihnen lassen, aber das da oben, also diese beiden Gebiete da, die holen wir uns noch. Ja, was ich das letzte Mal nicht nachgeschaut habe, was wir aber jetzt nochmal schnell machen könnten, wäre uns den Status anzuschauen. Hey, und wir sind Nummer 1 mittlerweile in der Welt. Das finde ich aber nett. Innere Stärke, also die Wirtschaftsstärke ist das, da sind wir definitiv die Besten. Diplomatisch sind wir das Modigste. Na, no, na. Militärisch sind wir auch das Schwächste. Noch immer schwächer als Ordun. Ich finde das beleidigend. Aber unsere Handelsmarine ist trotz des Handelskriegs, den wir verlieren, durchaus noch in der Lage mitzuhalten. Unsere Exporte sind auch großartig. Unsere Industrie ist überhaupt überragend im Vergleich zu allen anderen. Unsere Arbeitskräfte, also wir haben doppelt so viele Arbeitskräfte offensichtlich wie die anderen. Das würde auch erklären, warum unsere Industrie so gut dasteht. Overseas Profits sind wir immerhin Zweiter. Mal schauen. Und bezüglich internen Transport sind wir klare Erste. Und wir bauen ja den noch weiter aus, weil wir haben viele Sachen, die wir nicht heimtransportieren können. Okay. Ja, ich weiß, unsere Hauptstadt ist bedroht. Wow. Nein, das würde ich mal lieber selber einteilen. Ha, und wieder eine Artillerie, die wir zerstören können. Sehr gut.
So. Und meine Feldartillerie ist ein Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob wir die Feldartillerie angreifen können, ohne in ihrer Range zu sein. Ich glaube, wir fahren da einfach mal. Na super, habe ich gut gemacht. So, wenn schießt man, naja. So, wir schießen auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. An und für sich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist eh nichts mehr. Und wieder ein Gebiet. Und wir werden auch gleich angegriffen. Okay. Hohohoho. Da können wir aber auch jetzt recht schön absahnen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Die Feiglinge ziehen sich zurück. Mist. So, vernichten wir lieber, weil ich glaube, die werden eh fliehen. Wenn sie nicht fliehen, schießen sie. Ja, sie fliehen. So ist es gut, so ist es gut. Wir wollen schließlich möglichst viele von ihnen über den Jordan schicken.
So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben da relativ vieles erledigt. Fünf Grenadiere. Wow. Ausgezeichnet. Ich würde mal fast sagen, in seiner Hauptstadt wird es langsam leer. Ja, das war's mit Manx. Schade eigentlich. War ein nettes Gebiet, aber was soll's. Besser sie als ich. Ja, okay. Your Excellency, due to your wise policies, we had enjoyed the greatest in bla bla bla. I'm chagrined to report that our department. Ach, wie. Gut, ihr macht's nichts. Irgendwie will mich keiner angreifen. Schade eigentlich. Na gut, dann bleibt ihr. Ah, okay, dann können wir nicht upgraden. Oh, habe ich vergessen, die Armee auszu. Ah, warte mal. Nein. Wie schaut's ihr aus? Die Scouts und eine Artillerie sind angeschlagen. Okay, gut. Dann bleiben wir da mal stehen. Eine Runde und nächste Runde greifen wir dann Ordun an. Nicht Ordun, Brigadun an. Und damit haben wir dann seine Hauptindustrie, also seine Hauptrohstoffgebiete alle erobert. Und dann ist Schluss mit Lustig. Schluss mit Lustig. Ich glaube, ihr könntet da einfach über mich drüber fahren, gell? Hä? Das denkt ihr wohl. Aber nicht mit mir. Jo, okay, holen wir uns die Pferde auch wieder. Gut, die Stühle. Wir holen uns wieder Stühle. Nicht alle, aber viele. Gut, und Kohle auch mehr. So ist es gut, so ist es gut. Wir können 16 Stahl herstellen. Wir können 16 Stahl herstellen. Das ist supi. Holz ist jetzt das Problem. Holz ist jetzt das Problem. Aber noch sind wir, was die Bretter betrifft, auf der Plusseite. Gut. Das heißt, noch ist es nicht so schlimm, dass wir kein Holz haben. Okay. Gut soll sein. Wir trotzdem Leute rekrutieren. Nein. Hey, aber wir haben zwei Waffen. Wir könnten in Odustan jemanden ausrüsten.
Außerdem, ich glaube, wir könnten mehr Subsidies geben. Wir haben so viel Geld. Gehen wir die 5000er. Anissa, geben wir sogar die 10000er. Wir haben echt so viel Geld. Was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall gehen wir die Subsidies wieder weg. Oder die Grants eigentlich, die Kredite. Gut. Ja, nächste Runde. Ah, Haxako verkauft uns wieder Dings. Sehr gut. Ah, wir brauchen auch wieder ein paar Schiffe. Handelsschiffe. Okay. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, Dunheim verlieren wir jetzt mal. Andererseits ist uns das egal. Jo. Gibt Schlimmeres. Nächste Runde machen wir eh das da erobern. Und dann können wir wieder raufgehen mit der Armee. Und dann sind wir direkt neben seiner. Direkt neben seiner Hauptstadt. Ja, ich weiß, all das ist nicht gut. Unsere ganzen Dinger sind leider besetzt. So, wir haben gesagt, wir wollen da irgendwas machen. Und zwar wollen wir nachher das da. Ich setze nochmal daher. Der bleibt einmal so. Und ihr seid halbwegs in Ordnung. Geht weiter hierher. Das einzunehmen war zwar wichtig für ihn und schlecht für mich, aber weil wir haben jetzt plötzlich wieder keine. Ah doch, wir haben noch Eisen. Ah, wir haben ja da unten auch noch diesen Dings, diesen Hafen. Stimmt. Aber dafür. Ah, dafür kein Stahl. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin so arm. So, 30, 14, 13. Noch so eine Artillerie. Und den bauen wir aus und dann bauen wir noch zwei davon. 29, 14, 14. Ah ja, dann können wir noch 16 produzieren. Wir brauchen mehr Transportkapazität. Gebt uns mehr Transportkapazität. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, was wir auch brauchen.
Ja, so ein Schiff. Oder so ein Schiff. Hey, kann man sogar eins kaufen. So, Meertransportflotte. Ja. 132. Brauchen wir eh schon. So, sehr gut. Na dann, und nächste Runde. Schade, wir kriegen kein Eisen, kein Stahl, meine ich. Na, das machen wir selber. Ah, nur eine dicke, fette Kanone zum Zerstören. Okay. Au. Au. Das tut weh. Aber das war's dann schon, oder? Und diese. Schießen wir in den Tod. So, General, du gehst auch daher. So, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Gut. Macht das.
Nein, nicht nach rückwärts gehen, du Depp, du. Naja, wurscht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wie deine Artillerie zerstört. Das sind die Wahnsinnssachen, Artillerien. Und an und für sich, also wenn das Spiel nicht schummelt, müsste Ortun eigentlich überhaupt keine Waffen mehr haben. Im Endeffekt müsste ich ihm sämtliche Artillerie schon zerstört haben. Apropos Artillerie, hier haben wir wieder eine. Und wir können mehr Sachen transportieren. Und Dunlap ist leider noch immer besetzt. Aber das stört mich eigentlich nicht. Wobei, wir könnten uns das da noch anschauen. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt irgendwas zu finden ist. Aber was, wer weiß schon. Gut. Und diese Gebiete. Du bewegst dich daher. Noch eine neue, zwei neue Truppen. So, wie schaut das bei euch aus? Okay, ihr bleibt wieder eine Runde stehen. Dann ist nämlich auch die neue Artillerie da. Und dann greifen wir als nächstes Dunham an. Oder Dunham. Und wenn wir Dunham zurückerobert haben, dann. Ja, dann. Ist Ordune vollkommen hinüber. Ich hoffe, sie gehen dann bankrott oder so irgendwas. So. Mehr, mehr Transport. Wir brauchen mehr Holz. So, machen wir noch zwei davon. Das bleibt so. Mehr Transportwesen, mehr Transportwesen. Ja, dann brauchen wir schon allein deswegen, weil wir dort Werkzeuge herkriegen. Und es scheint so zu sein, als würden wir bei der Baumwolle und Wolle langsam, aber sicher in den positiven Bereich geraten. Gut. Boah, und unsere Armee ist bald vollständig ausgerüstet. Na dann, machen wir weiter. Except, 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 except. Hat uns noch irgendwas verkaufen? Nein. So, wie viel Gewinn machen wir eigentlich pro Runde? 27.000, bist du wahnsinnig. Powerloom. Like the spinning Jenny years ago. This new device for the mills increases the output and thereby the
acceptability of all cotton and wool farms when they invest in improvements. It is not known yet if the government will purchase the new machines. Natürlich kaufen wir die. Was denkt's denn hier? Dann kann man Level 3 farmen und Ranches bauen. So, sollten wir vielleicht wieder Schiffe kaufen? Nein, wir rüsten weiter aus. Müssen alle Truppen nachgerüstet sein. Jetzt ist einmal diese Truppe vollständig nachgerüstet. Ah nein, auch nicht. Okay. Diese Truppe ist wieder gesund. Außerdem sind sie mittlerweile schon sehr stark und der General ist auch schon fast voll. Wenn er ganz voll ist, dann verlieren wir keine Moral mehr, soweit ich mich entsinnen kann. Auf nach Dunham. Dann haben wir wieder eine Verbindung mit Dunham. So. Oh, wir haben es geschafft. 34, 17, 17 machen wir da mal. Achso. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit den Rohstoffen klarzukommen. Transportieren wir ein bisschen mehr Essen nach Hause. Die zwei brummen sowieso voll vor sich hin. Oh. Das ist das Hauptproblem jetzt die wieder. Jetzt haben wir die Transportkapazität, jetzt fehlen uns wieder Leute, um das Transportierte zu verarbeiten. Das ist immer das Gleiche. Es schaukelt sich immer so hin und her. Puh. Nur 6 Knarren unter 3. Ja, aber ich glaube, diese Ironclads, die werden wir dann weiter investieren. Sobald unsere Truppen alle aufgerüstet sind, investieren wir in die Ironclads. So, unser Military ist fair, unsere Industry ist excellent. Die sind excellent und excellent. Die sind gut und gut. Gut und gut. Gut und gut. Gut und fair. Sehr gut, Industrie ist da schon hinüber. So, diesen Kampf machen wir noch und dann machen wir wieder Schluss für heute. Ja. Oh, Haxaco bietet uns wieder Dings an, das ist gut. Nein, ich möchte das aufstellen. Oh, zwei dicke, fette Kanonen.
So. Puh. Uff. Das war hart. Zwei haben wir jetzt ganz schön gedögelt. Aber das war's mit den Schüssen. Mehr Schüsse kommen von dort nicht. Weil normalerweise sollten unsere Artillerien. Ach, geht so ein Sch in der Lage sein, die alle abzuschießen. So, das ist gut. Ja, du bleibst da. So. Wir haben Modone wieder erledigt. Oh. Das ist ärgerlich. Eine Rifle Infantry. Das Gebiet da unten brauchen wir auch. Kann nicht einfach so hergeben. Freunde. Müsst das schon verstehen, dass das nicht einfach geht. Daher. Wartest ab. So. Wir werden uns mit denen um das ganze Problem kümmern. Die werden sich ein bisschen ausrasten und dann werden sie sich fertig machen, um möglicherweise tatsächlich Ordun City anzugreifen. So. Wir müssen jetzt wieder einen Haufen Zeug sehen. Gut, davon brauchen wir 31, 15 und 15. Das machen wir so. Dann könnten wir uns halt dieses Zeug holen. So, jetzt können wir davon 24 produzieren. Insgesamt. Das heißt, wir könnten dort noch. Wow, das sind doch. Das ist ja das Ur-Super-Gebiet. Wir bauen weiter aus. Nein. So machen wir das. Nichts weiter dazu. Ja. Viele Waffen haben wir? Sechs. Das heißt, wir könnten tatsächlich so ein Ironclad mal bauen. Mal schauen, was dann passiert. Ob die stark genug ist.
Gegen diese Schiffe, die da draußen rumfahren, glaube ich zwar nicht, aber wenigstens irgendwas Sinnvolles haben wir getan dann mit den Waffen oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, wir müssen das da unten eh auch erobern, weil sonst kann er da ständig von unten angreifen. Ärgerlich. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle wünsche ich euch wieder einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.